willkommen zu diesem Let's Play. Ich werde gleich mal auf Vollbild umstellen müssen. Anscheinend, sonst kann ich mein Aufnahmegerät nicht aktivieren. Änderungen übernehmen, ja. Ah, hallo, übrigens. Wir starten gleich mal ins Spiel, nur ein kleines Intro. Ich habe geschafft, mir doch noch gute Thumbnails zurechtzulegen. Überhaupt das Intro-Thumbnail schaut schon ziemlich gut aus. Habe ein bisschen herumexperimentiert und ein schrecklicher Versuch ist dabei auch herausgekommen, den ich auf meinen Tumblr-Account dann stellen werde, wie das Thumbnail nicht ausschauen sollte. Ich wollte zuerst mir Joker-Faces drüber machen. Eins habe ich ja in der linken Ecke oder rechten Ecke, das schwarze. Und ja, dann habe ich eigene Fotos genommen von mir. Drei verschiedene, habe das mit dem drei böse Lachfotos, habe das mit dem am wenigsten bösen Lachen genommen. Hat trotzdem zu viel ausgeschaut. Zu viel böse, too much evil. Und habe deswegen nochmal neue Thumbnails gesucht. Hallo Tina. Ah, es wird verrückt werden. Ich brauche mich mit dem bösen Lachen nicht zurückhalten. Sie winkt sogar. Ich winke am besten nicht zurück. Schaut schon so eigen aus. Wir starten. Wir kommen zum Intro in Deutsch. Neues Spiel. Ausgewogen. Wir nehmen nicht die, das ausgewogen ist ja die YouTuber-Schwierigkeit. Ich spiele alleine, also ziemlich egal. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und gut. Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da? Hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Burgen werden brennen! Babys werden heulen! Wer sonst? Meines Gelände werden über das Land herfallen! Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an! Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt, stirb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Krickel. Es ist Königin Aschgau. Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby!
Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich. Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord. Arschgau, du magst zwar die schönste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich! Aber Arschgau hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert! Echt gut aus. Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Und so wurde der Dragonlord besiegt. Fürs Erste. Einladung abgeschlossen! Also, wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bunkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Ich würde euch ja gerne zusammenfassen, was gerade passiert ist, aber ich habe keine Ahnung. Was wollte ich? Ich glaube, der Bogentypen. Wo ist er? Was ist der Bogentyp? Der schaut cool aus. Zaubers. Gab. Nein. Wo ist mein Bogentyp? Sporenhüter. Das Sporenhüter, das schaut nach Bogen aus. Ja. Ja. Sporenhüter. Wir gehen Sporenhüten. Körper und Persönlichkeit? Ja, das sind eh nur Körperleute. Was sind. Wo sind die Farben? Körpergröße? Nee, wird überbewertet. Schnell muss man sein. Ich sehe keinen Unterschied bei der Kopfgröße. Aber machen wir mal einen Bubble Head. Ich kann meine Schönheit. Ha! Gerechtigkeit! Ich muss mich erneut. Meine Gestalt ist vergessen. Was? Ich bin eitel. Komm klar. Wo ist der Voku Frey? Ich kann meine Schönheit. Ja. Was haben wir denn hier? Ja. Was steht mir? Selbst feuchterregende Leute schmeißen. Was? Ich bin. Ich hätte nichts gegen. Was? Ich. Selbst feuchterregende Leute schmeißen sich dann und wann in Sch. Was steht mir? Ja. Ja. That's right. Was? Ah, okay. Verstehe. Okay, gespeichert. Wir brauchen Elfisch. Nee, ich will ein Badass. Waren wir da schon durch? Ja, okay, hart geschrotten. Da, naja. Wo sind die Badass-Hautfarben? Das ist alles. Nee. Das ist Badass, oder? ich kann nicht Dad sagen, jetzt schon. Nein, kein Bart. Ich muss sie durchschauen. Was gibt's noch? Alles cool.
oder Throw. Throw. Wie kann ich. Kann ich es rumrotieren? L2. Da. Der Throw muss her. Ohren. Warum nicht? Das liegt. Nein. Da war. Das ist die Nase. Nasengröße passt. Nasenhöhe passt. Mundsymmetrie. Ich will es nicht übertreiben. Mundform. Wo ist Badass? Himmlisch. Na Gott sei Dank. Schmale Lippen. Nee. Mundwasser darunter. Sehr gut. Augenbrauen. Wo sind die Anime-Augenbrauen? Anime. Das schaut doch ziemlich Anime aus. War nicht Badass genug. Da ist das, was ich suche. Wimpern? Nee, braucht man nicht. Augenform. Das sind die Fischaugen. Verkniffen. Das durch ist immer gut. Das erinnert mich an Jarvik von Mass Effect, das auch. Das ist ja alles cool. Matching. Yes. That's what we want. Ach, die Augenbrauen habe ich verkackt. Ich geb's zu. Narben, natürlich, wir sind ein Badass. Das ist Kriegsbemalung schon, die ersten Narben. Das nehmen wir. Nein. Nein, wir sind ein Badass. Das ergibt Sinn, oder? Der Satz ergibt Sinn. Lippenstift. Das wäre richtig Badass. Ich habe nicht wirklich gesehen, da was Unterschied macht. Wo ist die Farbe? Das nennen wir vielleicht, da kenne ich jetzt einen Unterschied. Oh nein, warum nicht? Was fetzt? Wo ist schwarz? Ja, warum nicht? Das passt perfekt. Remes. Was soll das heißen? Das sind nur pointy Ohrs. Ich bin verwirrt. Dorfgrottel. Udo Hartnice lässt sich nicht durch. Von Elfen aufgezogen. Gescheiterter Mönch. Das klingt nach Badass. Ex-Inventar-Horterin, das bin ich. Ah, da unten sieht man die Stärken. Geschicklichkeit. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Wahrheit, Constitution. Wird nur nichts duschen da. Einstimmung. Stärke, Intelligenz und Weisheit. Ich weiß noch nicht, was ich als Bogenschütze brauche. Ich kann helfen. Stärke und Geschicklichkeit klingt, denke ich, gut für einen Elfen. Bogenschützen. Will Mönch sein. Das ist viel zu machen hier. 10 Heldenpunkte Stärke. Mal schauen. Sporenhüter braucht Geschicklichkeit. Und Einstimmung. Das heißt, wir gehen gleich mal Geschicklichkeit auf 15, 14 und das dann auch auf 14. Das sollte Sinn ergeben. Weiß ich jetzt Neuling? Viel Zeit ist um! Okay, Valentine, hast du gerade dein eigenes Gesicht auf den Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden.
und ich bin mein eigener Held. Okay, und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler, ich habe eine Null vergessen. Okay, neuer Plan. Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich. Also gut, ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin. Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme. Kapisch? Gut, dann lass mal hören. Ich will an Geld kommen. Und wenn ich dabei die Welt rette, dann ist das eben so. Oh. Perfekt. Jetzt macht euch bereit, eine Welt der Fantasie zu betreten. Yes. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Schließt einfach die Augen und wundert euch. Ihr seid im Schlummertal eingetroffen, einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königinnenreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ihr seid weit gereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchst selbst. Die Königin höchst persönlich? Was könnte sie von uns wollen? Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst sein Grab finden und seine Wiederauferstehung verhindern. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Hier ist ein Übersichtsblatt mit Gesundheitswert, einer Karte und so Zeug. Bla bla bla. Das braucht doch niemand. Auch nur Loot und Waffen. Ah, zählt das dann jetzt schon das Intro? Wow, nicht darum klitschen dann. So. Ah, es läuft. Flüssig, ich kann rutschen, das ist das Wichtigste. Spiel ohne Rutschen ist nicht einfach so. Nicht wirklich so geil. Man muss rutschen können. Das ist immer das Wichtigste. Ja, da ich Borderlands 1, 2 und 3, aber fast alle ohne DLCs, aber mehrmals durchgespielt habe, sollte ich mich ein bisschen auskennen. Ich werde das versuchen, solo zu schaukeln und mehr auf die Story achten. Weil wenn man mit mehreren Leuten spielt, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man von der Story sowieso nichts mitbekommt. Hui! Rutschen! Hier! Yeah. Und schön tiefe Stimme üben. Das Geld verdienen wir doch gleich wieder. Ach, gehen wir mal weiter schauen, was los ist. Was ist denn da los? Das gibt's ja gar nicht. Kann ich anklopfen? Nein, kein Pokémon-Spiel. Bestätigt. Die verdammte Brücke ist im Eimer. Ist sie das? So ein Pech. Ihr erkennt einen königlichen Wegstein. Er scheint euch zu rufen. Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der... Das ist die Kraft des magischen Sehens und... Hören's. Königin Arschgaul, sie führt uns unsere Quest. Tatsächlich führt eine Spur spektraler Hufabdrücke in den Wald, Baby. Yeah. Und wir folgen natürlich. Führe mich zum Pferd. Ein umgestürzter Baum versperrt euch den Weg. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke. Baum identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialis und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. Ah, liebe den Timur und Tina. In der Ferne lockt euch das Glitzern von geschliffenem Stahl an. Ich rieche es auch. Das ist eine Axt. Ein schickes Stück Stahl. Ich liebe Äxte. Toll zum Spalten, Hacken und zum gelegentlichen Herumhacken. Ich habe lieber Bögen und Schrotflinten. Ihr seht in der Nähe eine überwucherte Höhlenöffnung, wenn es nur einen Weg hinein gäbe. Auch wenn die magischen Hufabdrücke durch die Höhle führen, kommt die Felsdecke dem Boden verdammt nahe. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Ja, trainier deine Pobacken und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Yeah, darauf stehen wir alle. Habe ich Muni aufgehoben? Ich hoffe, es gibt Schrotflinten. Bin mir gar nicht sicher.
Was ich mir nur sicher bin, ist, dass es Mitternacht schon, na, haben wir schon 1 Uhr? Ja, wir haben schon 1 Uhr. Dass diese Spiels immer Mitternacht rauskommen. Der Stein weist euch den Weg, aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zwackenden Krabben vorbei. Ja, endlich ein Kampf! Töten wir sie! Zwackend! Sie sind so zwackend! Du hast nicht um dein Leben gepflegt. Wenigstens etwas. Oh. Hab die richtige Stimme ausgewählt. Ich hab die Krabben besiegt! Zum Glück für euch hatten sie ihre Ersparnisse dabei. Sie gehören jetzt euch. Hier unten haben wir wohl alles getötet. Wir sollten da hochklettern und den Hufabdrücken folgen. Yes, yes, yes. Befehlen folgen. Ich kann das. Nein. Komm, bring Google. Oh. Wir spielen in der Mitternacht-Session, bis die Sonne aufgeht und meine Augen nur noch rot sind und brennen. Brennen werden sie, nichts anderes. Das kommt mir bekannt vor. Kriegen wir eine Drachenseele? Was ist das? Ein Schrein? Ganz genau. Die Königin regiert die Wonderlands schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war, so wie ihr jetzt. Sie hat eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe für euch dagelassen. Die Waffe von... Schicksalsbringer. Okay. Daumenfluch. Stein ist halb verrostet, macht aber immer noch Löcher. Was? Nee, es gefällt mir. In einer Fantasy-Welt? Das ist Tinas Fantasy-Baby! Plötzlich erhebt sich der Boden des Schreins unter euch. Von dort aus erblickt ihr ein malerisches Dorf im üppigen Busen des Tals. Aber dahinter, was? Dort bedrohlich thront eine dunkle, alte Burg. Burgig. Wenn der Dragonlord hier ist, wird er in dieser Burg sein. Warum ist seine Stimme so viel leiser als Dinas Stimme? Exploring. Und da sind wir gekommen. Ja, das hat sich nicht ausgezahlt. Muss. Ah, ich glaube, ich bin ja schon durchs Intro durch. Aber es wird weiter geintro. Damit es schön lange hochlädt auf YouTube. Hier drüben rüber. Whee, 360. Schicksalsbringer, du wirst nie zum dunklen Herrn gelangen. Skelett hinterhält! Los, brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer. Schicksalsbringer! Hier komm schon her! Guter, den kommt da! Meine spröden Knochen erhält euch! Das kapier ich nicht! Ich sterbe! Nochmal! Ein Festmahl für die Würmer! Mach bitte keine Tasse aus! Kann ich schädlich leiden! Nimm's einfach! Nicht zu... Turm ist eine Beutekiste. Holen wir uns die Beute. Ich bin Ribula, treuer Diener des Dragonlords. Ribula. Ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf den Diamantschweif der Königin. Lüge. Ich mach dich zum Skelett. Schwärmt aus, meine untoten Diener. Wir müssen unseren Herrn finden. Ribula. Ja, ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Schutz brauche ich doch gar nicht. Ich ziehe doch keinen Schutz drüber. Brauche ich nichts. Wir spielen es mit Nuzlocke ran. Was schwieriger für mich wird. Wird schwieriger für mich. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob da nur Munition in diesem Haufen drin war oder ob auch was Gutes mal drin liegt. Aber wir gehen weiter. Oh oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Ach, wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid, das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff! So, nein, Verbindung verloren. Nein, bitte nicht. Die Hoffnung nie aufgegeben. Vor dir hört ihr das Gebrüll von tosendem Feuer und das
Wir wollen das Dorf retten. Oh. Wollen wir das? Das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Dann wollen wir das Dorf halt rächen. Keine Sorge, wir übernehmen das. Du weißt es nur noch nicht. Das weiß ich noch nicht, was ich sterben werde. Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Oh, Lenzen. Aber gut gestorben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht durch will in komische Dialekte runter. Rieche. Komm schon, Garifex. Du bist ein mächtiger Zauberer, der alle 20 Seiten der Welt gesehen hat. Du bist wie ein Blatt durch die wabernden Winde geflogen und hast die Bannworte an Ulgrins Pass gesprochen. Nur weil du dich in diesem anonymen Dorf zur Ruhe gesetzt hast, hast du noch längst nicht deine Magie verloren. Wenn du nur diesen Eiszauber meistern könntest, kommt der Rest vielleicht auch zurück. Das kapiere ich nicht. Ich sterbe. Ja, komm schon her, Boss. Hab eine Überraschung für dich. Ich bin ein sprechendes Klett. Gruselig. Du hast solche Angst. Habe ich das? Ich sterbe, wie ich gelebt habe. No, Action Skill freigeschalten. Allein. Eine einzelne Dorfbewohnerin hat das Gemetzel überlebt, aber sie sieht ziemlich übel aus, als würde sie gleich sterben. Wir könnten ihr den Arsch retten. Lassen, tun wir das. Ich habe keine Verbündete. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? Ist gratis. Ich suche den Dragon Lord. Du bist ein Schicksalsbringer. Ich wusste, die Königin schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen, sonst finden es seine Schergen zuerst. Das Grab liegt in einer Gruft? Das perfekte Versteck. Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir sein. Mein Bauernarsch bringt mich um. Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, dort drüben. Oh, fantastisch, Baby. Ich spüre die Präsenz des Dragon Lords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette. Halt. Ich dachte, wir hätten den Dragon Lord schon besiegt. Was? Das ist Ewigkeiten her. Weil er ein Nekromant ist, ist es echt schwer, ihn endgültig zu töten. Nach dem Kampf gegen ihn hat Arschgau seinen knochigen Arsch für Jahrhunderte in einem staubigen Grab eingeschlossen. Er wird ziemlich angefressen sein. Ich werde dein Gehirn fressen. Nicht aus Gier, ich bin kein Zombie. Ich würde sterben für einen Kampf. Das wäre also erledigt. Aus meinem Schädel. Sei verflucht. Sei auf. Was das Spiel passiert? Ja, das tut es. Ich habe einfach alles übersprungen. Okay. Wo sind die Waffen? So, ich kann die Waffen wechseln anscheinend. Mit welcher Taste? Ja, das gefällt mir. Ich werde dein Gehirn fressen. Nicht aus Gier. Ich bin kein Zombie. Aber sie wiederholen alles zu Tode. Was? Das haben sie dir gesagt? Meine Knochen! Meine spröden Knochen! Schon bald wirst du zu uns gehören! Einer von uns! Einer von uns! Mehr Fleisch für den Wolf! Vor meinen Augenhöhlen! Dude! Ja, ich weiß, ich habe einen Punkt gekriegt. Wo ist mein Skill? Oh, Skill-Helmpunkte. Ja, Skills. Jetzt da. Jetzt soll's gehen, oder? Ja. Okay. Ab dafür! Feinsalbe, verstehe.
uns. Wir sind nämlich Knochenhart. Burg Peinstein ist eine bröselige alte Ruine. Niemand schreit mehr durch ihre Hallen. Zumindest niemand. Sei auch ewig verflucht. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Gibt es das hier? Wissenschaft? Ja, wahrscheinlich Wissenschaft, die eine 10-Jährige erfunden hat. Die gibt es hier. Er zeigt mir noch immer an, neue Punkte verfügbar. Es wüssten von mir. Heroische Attribute kann ich leveln, verstehe. Oh. Okay, das muss ich mir extra mal anschauen. Das interessiert ja keinen, oder? Was ich da rumlevel. Das ist nämlich nie... Melanzani. Das ist nämlich nie so übersichtlich. Für einen Timer. Oh. Ja. Gehen wir noch kurz dafür reduxen. Bereich entdeckt. Dann mache ich das Intro hier mal fertig. Oh, danke fürs Zuschauen. Pause, tschüss. Part 2 oder Part 1 kommt gleich.